Hallihallo, herzlich willkommen zu Destiny. Ich bin Sanvinkol. Ich fliege gerade wieder auf dem Mars und mache die nächste Mission. Die Vex übernehmen die Oberfläche, um den Schwarzen Garten zu schützen. Bald könnte der Mars schlimmer aussehen als die Venus. Wir müssen herausfinden, woher sie kommen. Ich passe irgendwie nicht auf. Ich weiß nicht, wie die Mission heißt. Ich weiß bloß, dass ich jetzt Vex jagen muss. Irgendwie, irgendwo auf dem Mars sollen die sein. Ich muss jetzt gucken, wo die herkommen. Aber ich muss das nochmal genau angucken. Da muss ich mir das mal aufschreiben. Ah, die eine Öde Meridian. Auf der Venus finden. Angeblich ist einer hier in der Nähe. Ja, und die Mission heißt Steigende Flut. Ja, cool. Passt alles. Den Sparrow nehme ich noch. Und dann geht's los hier. Hui. Das mache ich am liebsten hier. So, in die Hügel da. Und dann, jupp. Ah, der war zu niedrig. Fliegt mir so ein bisschen schön durch die Luft. Hier bekämpfen sie sich wieder. Ich höre das schon. Ich habe jetzt mal die Kabel umgesteckt. In der vorhergehenden Folge habe ich ja irgendwie so ein spiegelverkehrter Sound gehabt. Aber ich musste das... Sobald wir wissen, woher die Vex kommen, musst du sie erledigen. Sonst wird der Mars früher oder später zu einer ihrer Maschinen. Ja, immer das Reinquatscherei da. Was soll ich denn jetzt sagen eigentlich? Oh, oh, ich muss da... Muss ich da hin? Nee, ich muss nicht hin. Dann fahre ich einfach durch. Ich muss da hinten hin. Achtung, da ist der Konflux. Ui, da ist der Konflux. Steige ich mal ab schnell. Und setze meinen Geist ein. Guck ich mal, was in der Höhle so ist. Vielleicht habe ich ja Glück. Er gehört zu einer noch größeren Woge, unter der begrabenen Stadt. Wir sollten uns das ansehen. Wo denn jetzt hin? Da entlang. Okay. Dann gebe ich mal Gas und fahre in diese Richtung. Bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Achtung und hui, bing. Ja, man schlägt manchmal ein bisschen hart auf, wenn man zu hoch fliegt. Hui, bam. Nee, da. Nicht so. Okay, dadurch. Es geht also runter in die Tiefen. Wie mir scheint, oder? Ja. Begrabene Ebene. Da ist was rot. Da sind Feinde irgendwo. Ist das die Wache schon? Komm, steh auf. So. Ja. Der fällt einfach durch. Kann man auch machen. Ja, mit dem Fusionsgewehr geht es einfacher. Vielleicht soll ich mir mal ein Fusionsgewehr bereitlegen. Die zerlege ich geschwind mal. Ich habe doch sowas da. Und zwar brauche ich leere Schaden. Da habe ich aber keins. Dann kann ich auch die Waffe wieder nehmen. Bin schon den schon.
In die Räume kann man so reingucken. Manchmal findet man was. Ein paar Kisten, so ein bisschen Loot. Das kann man mitnehmen. Ich glaube, jetzt muss ich doch wieder das Schneibergewehr auspacken. Mensch. Hier wird's dunkel. Oh, was war das? Ey. Ich hab erschrocken. Es könnte hier drin gleich dunkel werden. Ziel auf alle roten Augen, die du siehst. Es könnte dunkel werden. Es ist dunkel, mein lieber Geist. Oh. Wie schon gesehen. Wo sind die ganzen roten Augen? Die sich versteckt? Da, da ist eins. Noch eins. Oh, das ist cool, wenn ich so drei. Oh, haben sich hergewinnt. Wenn ich so drei nach runter komme, ist das cool. Hier kann man die schön nach der Reihe abschießen, sofern die Munition, das Magazin voll ist und die Munition ausreichend ist. Bei dem Gewehr ist das richtig cool, denn die ladet sich automatisch nach. Das ist eine feine Sache. Wo muss ich denn hin? Durch. Ja, kommt her. Kommt ruhig her. Also muss ich da entlang laufen. Dann mache ich das mal. Oh, jetzt ist wieder hell. Ich habe den Lichtschalter gefunden. Jetzt ist wieder Licht an. Nicht abhauen. Mensch. Wir sind hier nicht beim Versteckspiel. Wow, was ist denn das? Alter Schwede. Was ist mit dem los? Tickt der aus gerade? Okay. Ja, wie er rumgezwirbelt ist. Weggebeamt. Blöden Rumbeamerei da hier, echt. Leer, 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 leer. Ja, wenn man den auf den Bauch schießt, dann gehen die mit einem Schuss kaputt. Wenn man eine einigermaßen starke Waffe hat. Okay. Ich glaube, den Rest kriege ich so. Klein, hoffe ich doch mal. Die Sniper sind gefährlich da. Wo ist denn der jetzt? Da hinten. Einfach schön auf den Bauch schießen. Dann sind sie weg. Dann sind sie putt. Die Robots. Da ist noch ein Sniper. Nicht der Bauch. Oh, eine blaue Kugel. Ja, die nehme ich gerne mit. Nicht unbedingt, weil ich es brauche, aber das Engramm bringt Punkte beim Kryptarchen. Und dann Kryptarch. Wie das Ding heißt. Kryptarchen. Kryptarch. Ja. Noch eine.
Und da kann man dann vielleicht was Legendäres bekommen. Wenn man Glück hat, wenn man viel Glück hat. In der Regel ist es ja nicht so. Die Vex scheinen unter jedem Planeten schlafende Netzwerke zu haben, die sie jederzeit erwecken können. Okay, was geht? Schieße ich gleich mal ab. Ja, so ein Snipergewehr ist schon was Feines. Habe ich das schon erwähnt? Ja, bestimmt schon 1000 Mal. Da ist noch irgendwo einer. Einer ist gut. Einer. Hä? Wo bist du denn? Mist. Da muss ich mir den halt so holen. Manuell, von Hand, sozusagen. Sie haben hier unten Transfertore. Wir müssen sie deaktivieren. Noch ein bisschen mehr noch, wie ich gedacht habe. Das ist noch so viele, Mensch. Boah. Schön, eine grüne Kugel. Wenn man gleich auf den Bauch schießt, dann sind sie gleich mit einem Schuss kaputt. Ich höre noch einen. Kann man alles wieder zerlegen. Oh, da. Deswegen kommen da immer wieder welche. Wieder irgendwas gehört. Nee, 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 mein Freund. Noch mehr Tore. Ja, ich hab's gesehen. Und noch mehr Feinde. Vorbei. So. Raketenmunition hole ich mir natürlich, ganz klar. Da sehe ich auch noch ein Tor. Guck an. Eins. Kaputt. Da ist auch noch eins. Auch kaputt. Das war nix. Ha.
Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wir können ja springen. Oh. Sind wir gebeamt? Verfehlt. Scheiße. Waffe ist eh leer. Hurry up. Nein, nein, nein. Da kommt dann die Rakete. Das war ein bisschen overpowered. Oh, da. Habe ich die noch erwischt? Da ist noch ein Tor. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Tore. Vams, kaputt. Das sollte sie aufhalten. 16 Minuten. Ein Konflux ist noch aktiv. Was? Ich sehe mir das an. Oh, ich bin vorbei. Hinter mir, ne? Kann man einsammeln. Bisschen Munition und so. Okay. Mehr gibt's nicht. Geist einsetzen. Dann mache ich das doch. Unglaublich. Das ist gar keine Invasion. Sie kehren zurück nach Hause. Irgendetwas ruft sie zurück in den schwarzen Garten. Hier kommen sie jedenfalls nicht mehr durch. Nee. Aber sie finden sicher einen anderen Weg. Wir müssen sie aufhalten. Ja. Sie wollten nach Hause. Haben es aber nicht ganz geschafft. Ja, super. Jetzt habe ich die Mission auch rum. Es bleibt nur noch eine oder so übrig. Und das war's dann mit dem Spiel. Also, außer die Strikes noch, die wir machen könnten. Und Beutezüge. Und Patrouille. Geschafft, geschafft, geschafft. So, gut. Dann soll es das gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Teil wieder von Destiny. Tschüss, bye bye, winke winke, hier war euer Sandvicol. Wir sehen uns, ciao.